Freifreszenz, ja? Berger Hofer da. Worten habe ich von der Gretel. Herr Chef! Herr Chef, kommen Sie raus! Was ist denn, Prinz? Nein, Post ist da. Gretel hat wieder geschrieben. Interessiert mich nicht. Wegschmeißen kann man wegschmeißen, so wie es ist. Verbrennen, sofort in den Ofen hängen. Geheirat hat's. Wollen Sie es nicht doch anschauen? Weg. So, haben wir noch einen halben Liter Petroleum. Und was wir noch angenehm sind, Frau Linata? Salzgurken, ja. Wie viel denn? Zwei Stück, jawohl. So. Ich hab zwei gleich auf einen Griff. Hoppla. Schauen Sie, Herr Klackhofer, haben Sie keine Petroleumfinger? Mein Mann hat nämlich gesagt, die letzte Knackwurst hat nach Petroleum gerochen. Ja, da haben sie die Knackwurst zum Petroleum dazu gegeben. Hingelegt, ne? Ich frage ja Menschen, ob die Finger noch Petroleum riechen. Na, ich weiß nicht. Bitte, gebe eine andere. Ist mir eh lieber. Die sind schon ein bisschen schlitzig. Ist nicht schlitzig, bei mir ist nicht schlitzig. Nicht wahr, aber keine schlitzigen Gurken verkaufe ich nicht. Gebe das vom Fassel. Komm mal, Oliver, was zum Aussetzen. Was ist ein Biskuchen? Wollt ihr einer die Laberl zu klein, dann sind die Gurken schlitzig. Was hab ich gehört, die Gretel hat geheirat? Ja, da schaut sie, da sitzt sie in ihrem Automobil drin vor der Villa. Sie hat uns das geschrieben. Ja, was mancher Mensch für ein Glück hat. So, die sind aber schön, gell? Ja, die sind sehr schön. Na, also. Also, was haben wir denn alles? Ja. So, da haben wir den die Gurken. Ja, die Gurken. Ja. Den Paprika. Die Paprika. Die Schichtseife. Schichtseife dürfen Sie nicht dazugeben, so die Gurken. Ja, ist schon gut. Na ja. Die Knackwürst. Und zwei paar Debreziner. Zwei paar Debreziner und den Petroleum. Zwirn. Petroleum, ja, siehst du das? Und den Zwirn. 67, 80, wollen Sie es nicht doch anschauen, die Karten? Weg. Das ist hier nicht fertig. Aber gehen Sie, Herr Klackhofer, wie kann man denn so grauslich sein? Wenn er was sagen, Frau Lin, hat er sich können sagen, dass meine Finger nach Petroleum stinken oder dass meine Gurken schlitzig sind, aber... Meine Tochter ist meine Privatangelegenheit, nicht wahr? Ja, aber schauen Sie, wir haben doch die Gretel alle so gern. Diese Tochter ist für mich ein verlorener Sohn. 92. So. Na ja, auf Wiedersehen. Ja, Frau Renata. Was denn? Ich habe es vergessen. Dankeschön. Ich sehe mich bald wieder. Ja, Fremdlinger. Ja, wie geht's denn, Herr Kaffee? Was kriegen wir denn, Fremdlinger? Ich krieg 70 cm Gummi für Strumpfbänder. Ja, gehört's für Ihnen? Ja. Müssen Sie mehr nehmen, müssen Sie 110 nehmen. Natürlich, sind wir dicke Füße. Aber 120 werden wir nehmen. So. 120 ist ja viel gescheiter. Schauen Sie, warum soll ich noch den einschneiden? Hat ja keinen Sinn. Das macht man nur gegen die ins Magazin, die Quarien sortieren. Da haben wir schon. Ja, sie springen ja runter wie ein Bierchen. Ja. So. Was für ein rosa hätte ich gern. Haben wir nicht. Ja, dann gibst du mir den schwarzen. Ach, ist ja nichts für ihn, für eine junge Person. Den nehmen Sie, ja. Das ist freundlich. Nicht wahr? Das können Sie nie überall damit sein. Ja. Das ist ein sehr. Ein Meter Zähne haben wir gesagt, nehmen wir 20. Ja, wird das genug sein? Ja, nur so, schaut ja. Mal her. Können Sie nicht gleich ausrechnen? Das ist der Fuß nachher, nicht? Das ist ein Fuß. Ja. Hören Sie, glaubt das? Ja, das wird passen. Wird gehen, ja. Was also, nehmen wir den? Was kostet denn? Der kostet. Ich wieder keinen Zwicker. Sie hat man. Präsenz? Ja? Hast du nicht meinen Zwicker gesehen? Nein. Na ja, da bist du am geschwindesten fertig. Aber da liegt er ja. Jesus, na sowas habe ich noch nicht erlebt. Wer hat denn den Zwicker unter die Kasglocken? Na, ich so, nicht. Na, wer denn? Ich habe mir wartet. Na, sowas, das glaubt man nicht, dass ein Glaser so anzieht. Der ganze, bis man das ausschafft. Also, was kostet denn? Werden wir es gleich haben. 60 der Meter. Wenn ich was sagen, für den Linkschi, nehmen Sie das ganze Restl. Nicht? Die kostet 90. Ja, richtig. Also 90. Und wenn stärker werden, können Sie immer das Stück einsetzen. Ach, Sie machen immer so Spaß mit mir. Nein, passt Ihnen sehr gut. Ja, was man hat, das hat man. Hat man. Mir gefällt's. Wirklich? Ja. Bitte schön, so 90 und 10. Ach, wenn wiedersehen, Herr Klackhofer. Ich werde mich bald wieder. Ja, ich komme schon wieder. Gib schon mal die Karten weg, mein Gott. Ne. Interessiert mich nicht. Es kommt weg, aber nicht drauf. Brauchst du nicht drauf,
Auf eine kleine Spärsche. Leg's doch hier, weil, damit es noch bestehen kann, sonst vergieße ich drauf. Lieber Vater, hier wohne ich mit meinem Mann und das ist unser Auto. Zu unserem vollen Glück fehlt uns nur noch dein Segen. 1000 Busse, eine Gretel. Was ist denn, ne? Na, nix. Man wird da nur schauen dürfen. Ja, schauen dürfen. Was schleichst denn so her? So wie ein Spion auf die Zeigenspitzel. Auf einmal stehst du hinter meinem Rücken und schaut. Die schöne Villa. Ja. Sehen's, das war der Gretel ihr Glück, dass er sie von ihnen nicht hat zwingen lassen, den Gruberbauern zu nehmen, trotz sein Geld. Dass lieber bei Nacht und Nebel davon ist. Jetzt hat sie einen gefunden, den sie gern hat. Und noch dazu hat sie ein Automobil. Sagst du nur ein Automobil? Na, wie denn? Auto. Jeder sagt Auto. Das ist ja wurscht. Jedenfalls hat sie ihr Glück gemacht. Das weiß man nicht. Gut, beim Gruberbauer habe ich gewusst, wie ich dran bin. Ja, dass er ein anständiger Mensch ist, aber den kenne ich ja doch gar nicht. Ja, sehen's. Wenn sie die Briefe nicht alle ungelesen verbrennt hätten, dann wüssten sie jetzt, wie es dran sind und was das für ein Mensch ist, der Herr Eidam. Schwiegersohn, nicht Eidam, Schwiegersohn. Bei uns sagt man der Herr Eidam. Ja, bitte, sag mal, du musst ja immer das letzte Wort haben. Aber das war es. Ein Mädel muss doch nicht den Mann heiraten, der nur dem Vater gefällt. Davon? Ich hätte ihn auch nicht genommen, als so ein neidiges Luder. Ja, also die hört rüber. Du komm da. Hofer. Ja, Herr Gruberbauer, bitte. Ich komme nur fragen, was mit der Gretel ist. Ist noch alle in Wien? Ja, ja. Was denn? Na, hören Sie, haben doch versprochen, dass Sie für mich reden werden. Jetzt warte ich schon 3 Monate. Mein Haus braucht ja eine Frau. Na ja, nehmen Sie noch halt eine andere. Es muss ja nicht gerade mehr Gretel sein. Und die ist schon verheiratet. Was? Ja. Ach, hören Sie, sagen Sie erst jetzt, ist Ihnen nicht früher eingefallen? Hätte ich mir gleich um was anderes umgeschaut. Was heißt, hätte ich mir gleich um was anderes umgeschaut? Sie reden ja daher, als ob Sie sich um einen Kauf vor einem Stückel Fisch handgehandelt hätten. Jetzt bin ich erst froh, dass ich mich ihreswegen mit meiner Tochter zerstritten habe. Nicht wahr? Mein lieber Freund, ich hatte in Wien einen Millionär kennengelernt und geheiratet. Das ist nicht so dumm, nicht? Das ist nicht so dumm, als wie Sie ausschauen. Oha, oha, oha! Gar nicht oha, mein Lieber. Die hat da was. Hat sie von mir, nicht wahr? Und da hat sie auch was. Das hat sie aber nicht von Ihnen. Ah, jetzt zeigen Sie sich in Wandlicht. Jetzt entpuppen Sie sich. Weil meine Tochter nichts braucht, weil die eine reiche Person ist, nicht, weil die haben sehr viel Geld. Und dann hört er dann, wo ihm die Augen zumacht, so kriegt sie alles, wie es liegt und steht. Geschäft, Haus, Hof, den Garten, die Felder, alles kriegt sie. Bitte, da schauen Sie mal hin. Und das Ganze von wem? Da sitzt sie, bitte, da sehen Sie es. Da sehen Sie es, dann nehmen Sie es in die Hand. Na, da haben Sie, sitzt sie im Automobil. Sie sitzt im Automobil, das ist die Villa. Das ist so groß wie bei uns der ganze Marktplatz. So. Ja, kann man auch nichts machen. Kann man nichts machen. Heirat die wem anderen. Eben. Nehmen die Mitzel von so einem Leitnerhof. Ja, von mir aus nehmen Sie das Rosal vom Wörthersee oder das Lerchen von Herrn Neues. Meinen Segen haben Sie. Habe ich dir? Schau, sowas. Hey, du sowas, Brot, du schießt. Was? Ich? Also, das ist stark. Ich hab da gar nichts gekriegt. Ja, du hast ja reden können. Du käppest ja sonst die ganze Zeit. Nein. Du hast ja ein Kind helfen können. Sie schreibt ja so entzückend, so herzlich schreibt sie. Für zu unserem Glück fällt uns nur noch dein Segen. 1000 Busse deine. Ich fahr sofort. Morgen fahr ich hin. Was morgen? Morgen ist so ab ist schon wieder. Arbeit schon wieder dagegen. Jetzt werde ich was sagen. Jetzt fahr ich heute. Was heute denn noch? Fahr heute, ja. Vorplan. Vorplan? Wozu denn? Heute ja eh nur der Zimmerzug bei uns. Fahr ich mit dem Zimmerzug. Einpacken, Koffer, einpacken, sich auf so gut umziehen. 3 Monate haben Sie noch nicht um die Gretel geschert und jetzt auf einmal haben Sie es so gnädig. Du hast mir immer aufgehetzt. Nur du. Nicht einmal Ihre Briefe hast du gelesen. Ich? Na, also das ist stark. Haben Sie mir nicht geschafft, ich soll die Briefe ins Feuer werfen. Ja, schnell, haben wir ja gesagt. Hättest es ja vorhin lesen können. Nicht beim, das schickst du ja sonst immer deine Nase in alles. Hast du ja nichts gesagt. Ein Hut hängt man. Wir sollen nicht alles so wortwörtlich nehmen, nicht wahr? Und man sagt manches in seinem Vater zu holen. Schau mal, passt mir die? Mhm. Was? Ja. Nimm mir andere. Weil du keinen Schmuck hast, das ist so schick. Die nehmen wir. Da bin ich mal. Der ist. Das ist ja super krank. Himmel, Herr Gott, der Herr. Was packst du denn alles ein? Was brauche ich denn so viel Klumpen da drinnen? Mein Gott, nein. Aber 3 Unterhosen. Wozu was brauche ich 3 Unterhosen? Es wird mir doch nichts passieren am Weg. 1, 2, 3. Eine nehme ich mit. Das, Herr. Die nehme ich mit. Genug habe ich. So, nochmal. Hier gibt das weg. Wo habe ich denn? Wo habe ich das? Brauchst du nicht? Brauchst du Platz für die Geschenke? Ja, komm schon. Binde mal drauf. Gib her. Ja, Schachinger, was kriegen wir denn? Ein Pfeifentabak, ein Gnaster. Wie spät haben wir denn? 7:50. Ja, ist das mal Josef, 7:50. Da kommen wir jetzt später, aber ich kann es. Kommen Sie in einer halben Stunde. Herr Chef, tun Sie das doch! Ja, mach mich nicht nervös.
Ich schieße auf Nadeln, ich kann doch nicht ohne Geschenke weggehen. Na, was soll ich tun? 10 Minuten geht das schon. Nicht mehr reden, das macht mir nur. Komm her. Da, wo ist denn? Da, komm her, reden wir doch nicht immer davon. Fertig? Ja, gut. Pass mal aufs Geschäft auf, übermorgen bin ich ja da. Oh mein. Was kriegen wir denn? Ein Pfeifentabak. Ja, was ist denn? Halber sieben ist auf der Kirchenuhr am Turm. Es geht ja nicht richtig. Auspacken und jetzt habe ich Zeit. Oder so auspacken. In die Schirme. Von mir her gleich. Hochgeben. Eins. Ja. Ach, das ist nicht frisch. Na, die Wäsche, die brauchen es doch. Brauche ich nicht. Das ist ein Unterlag. Jetzt bringt nämlich ganz frische Sachen. Jetzt mal Ostseerussern. Siehst du das? Die ist sehr resistent. Ja. Die nehmen wir mal. Da hast du. Das sind's da hinein gleich. Leg die Sachen weg. So. Nicht legen, sonst habe ich einen ganzen Matsch in der Tasche. So, das sind's. Was denn noch? Ja. Aber die gehört doch der Anzinger. Ja, Gerl, so wollen der Schenk gehört der Gretel. Aber sie hat so viel Zeit. Na ja, was die Anzinger zahlt hat oder nicht, das ist ja lächerlich. Wir sollen ja nur die Ärmel kürzer machen. Aber mein Kind geht mir bevor. Mein Kind will mir da wichtiger sein. Was geht mir denn jetzt noch? Ja, Neapolitaner. Ohne Schoko. Sinone. Gibt's auch hinein. Jetzt brauchen wir noch was Sinniges. Was kennt man denn nicht? Die Fortuna nehme ich. Die Fortuna? Oh mein, die haben wir ja da schon 20 Jahre. Verstehst du nicht? Das ist antik. Die hat immer der Gretel so gut gefallen. So als Kind hat sie gesagt, ach, die hat sie so gern. Das ist mein Lieber, das ist ja echte Porzellankeramik. Ich glaub, das ist aus Gips. Gips ist auch dabei. Box klein. Wo denn? Wo soll ich denn einpacken? Da nicht. Da geht schon nicht. Ich geb dir einen Karton. Gleich hinüber damit mit den ganzen Sachen. Hinüber, hoppla. Sieb Sachen hinüber. Du kannst ja nicht die Wäsche, die Unterhosen auf dem Kohlrabi und auf die Grathappeln. Wie schaut das aus, wenn jemand reinkommt? Ja, ich muss ja auch was mitnehmen. Für ihn. Und hast du, wo sind denn die Pantoffeln? Ja, das weiß ich nicht. Sie haben sie ja selber raufgekommen. Aber ich fand so etwas nicht finst, noch sagst du, ich hab's aufgekommen. Ich wollte dir besser. Solche soll ich nehmen. Die? Gar keine. Was? Als Millionär wird er gerade auf unsere Pantoffeln warten. Geht, das verstehst du nicht. Das handelt sich ja nicht um einen Wertgegenstand. Das handelt sich darum, dass meine Aufmerksamkeit. Ja, weißt du, mach gleich zu, ich geh. Damit sie ihn nicht verkühlen zur Vorsicht, nehmen sie doch die Sandwerkflaschen. Aber was brauche ich denn? Ja, ich bin eigentlich. Bin eh schon ganz. Ich spür, dass ich mich verkühle. Sie haben uns die Krawatten noch gar nicht bunten. Bitte mal. In der Eisenbahn. Wo fahren Sie denn hier, Herr Glauchhofer? Ich fahre zu meiner Tochter nach Wien. Zu meiner Gretel. Ich bringe meinen Sinn. Ja, wo habe ich denn die Fotografie? Wo habe ich denn die? Ein Hosensack habe ich. Oh, jetzt habe ich einen Punkt. Schaut her. Und die wird sich freuen. Die wird sich riesig freuen, wenn ich auf einmal bei ihr auftauche. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Der 24. Nein. Wenn doch für uns. Ja, was ist heute für ein Tag? Heute ist unser Hochzeitstag. Wieso? Sind wir erst 2 Monate verheiratet? Eben. Heute vor 2 Monaten hat dieser fesche Chauffeur, Herr Karl Hauser, dieses überaus reizende Stubenkätzchen Gretel Glackhofer zur Frau genommen. Und hat es bis heute nicht bereut. Du, ich habe eine Überraschung. So. Ja. Ich habe mir das extra für diesen Tag aufgelegt. Okay. Du musst die Augen zumachen, ja? Ja, dann mach schon zu. Aber ganz fest. Ganz fest. Ja. Also ich. Ja. Nein, Gretel. Du, das muss aber gerne eine Karli werden, gell? Oder eine Caroline. Das weiß ich noch nicht. Gretel, du, jetzt muss uns aber dein Vater seinen Segen geben, ja? Am nächsten freien Tag leichen wir vom Chef den Ball aus und dann fahren wir zu ihm nach Wachselbrunn. Ja? Riesenbrunn. Aber ist ja ganz wurscht. Gretel, weißt du, was ich bin? Aber glücklich bin ich, glücklich. Jetzt hast du die gnädige Laufen, Jochen, bitte, ich muss ja aber aufgehen. Aber Gretel. Heute Nacht ist der Herr Direktor überhaupt nicht nach Hause gekommen. Dass sich die junge Frau das gefallen lässt, wo sie noch so kurze Zeit verheiratet sind. Also ich möchte mir es nicht gefallen lassen. Ich auch nicht.
Morgen. Der Herr Direktor hat noch gar nicht um das Frühstück geklingelt. Fehlt ihm denn was? Mein Mann ist noch gar nicht nach Hause gekommen. Aber er hat Nachtarbeit in der Fabrik. Ab bis 8 Uhr früh? Ja. Ich weiß nicht mehr, Frau. Ob Sie dem Herrn Direktor nicht doch ein bisschen zu viel Freiheit lassen. Aber Gretel. Ja, ich meine halt nur, diese vielen Nachtsitzungen, die dauern immer länger. Glauben Sie mir, gnädige Frau, wenn man einen Mann nicht straff hält. Gretel, ich weiß, Sie meinen es nicht böse, aber ich verbitte mir solche Andeutungen. Sie wissen, mein Mann ist ein Arbeitstier. Jetzt hast du mich wieder die ganze Nacht herumgeschleift, von einem Lokal ins andere. Wenn ich mich in dem Spiegel schaue, da wird mir direkt schlecht. Ich schaue schon aus wie der Aschermittwoch in Person. Mein Gott, Mensch, du wisst, was ich jetzt wieder meiner Frau erzählen soll. Ach, also nur hör mir bloß mit deiner Frau auf. Die ganze Nacht sprichst du nur von ihr. Ja, schließlich bin ich ja mit dir verheiratet, nicht? Dabei habe ich dir die schönsten Jahre meines Lebens geopfert. Ist das jetzt der Dank? Ich habe immer gesagt, opfer mir nichts, ich bin's nicht wert. Gib mir lieber den Abschied. Ja, ja, das könnte dir so passen. Als Modell für deine Reklame, da war ich dir gut genug. Auch ich habe ja dein Geschäft erst überhaupt in die Höhe gebracht. Ja. Ohne mich hättest du mit deinem Badesalz baden gehen können. Ich will halt doch die Fabrik anrufen, ob der Herr Direktor noch dort ist. Ja, das werde ich tun. Nein. Es würde ja so aussehen, als ob ich meinen Mann kontrollieren würde. Das mache ich doch nicht. Und warum Werke? Ja, hier ist Frau Direktor Fritsch. Verbinden Sie mich bitte mit meinem Mann. Was? Ja, ist denn die Nachtsitzung schon aus? Nachtsitzung war gestern keine. Der Direktor war gestern überhaupt gar nicht hier. Bitte sehr, gnädige Frau. Mit wem hast du denn gesprochen? Mit der Frau Direktor? Du Depp, du. Da hat er was Schönes angekriegt. Ist dem Herrn Direktor was passiert? Es wird etwas passieren. Und wann sehe ich dich wieder? Du, Felix. Wenn du heute Nachmittag nicht zu mir kommst, geschieht ein Unglück. Ich kann nicht anders, ich tu mir was an. Da kann man heute auch nichts machen. Ich komm halt, also meinetwegen. Sagen wir um 5, ja? Aber bestimmt. Bestimmt, ja. Na, die kriege ich nicht mehr los. Mein Gott, wenn meine kleine Frau wüsste, was sie mitmacht. Wann bist du nach Hause gekommen? Mich sei's? Was? Wie? Wann du nach Hause gekommen bist? Ja, no. Das war wieder eine Nacht. Ganz zerschlagen bin ich noch. Diese Nachtsitzungen bringen mich noch um. Wann du nach Hause gekommen bist, habe ich dich gefragt. Bestimmt, no. 4 Uhr war es schon. Da wollte ich dich nicht mehr stören. Plötzlich ganz still drinnen worden, aber vorhin war ein fürchterlicher Knall. Nein, diese arme junge Frau, die... Herein! Packen, packen, packen! Was denn? Alles!
Aber schau, Margerli, muss denn das so laut sein? Kaum bin ich ein bisschen eingetunkt, gleich machst du wieder so einen Krawall. Ich werde gleich noch einen ganz anderen Krawall machen. So, so. Gretel, lass uns einen Augenblick allein. Gretel, hier bleiben, weiterpacken. Aber wir können uns doch nicht vor der Gretel auseinandersetzen. Bitte, wir können Sie auch in deinem Zimmer unterhalten. So. Ich werde dich nicht lang aufhalten. Bitte sehr, bitte sehr. Du scheinst mich für eine dumme Gans zu halten. Jetzt habe ich es endlich satt. Dich und deine Nachtsitzungen. Mir spielst du einen Arbeitsmenschen vor. Und dabei gehst du mit dieser Ader dich nächtelang unterhalten. Voll Teufel! Ja. Mein Vater hat ja ganz recht gehabt. Es war ja ein Wahnsinn, dass ich dich gegen seinen Willen geheiratet habe. Was? Wieso? Wer? Wieso? Mein Vater! Ja, aber der kennt mich ja gar nicht. Eben! Dabei hätte ich daheim in Graz 10 an jeden Finger haben können. Auch heute noch. Ich brauche nur Ja zu sagen. Und schon holt mich dir einer weg. Aber geh, wer? Zum Beispiel Herr Wittner. So, darf ich der gnädigen Frau vielleicht jetzt meine Aufwartung machen? Das würde ich Ihnen nicht raten. Sie streiten nämlich. Was Sie nicht sagen. Meinetwegen vielleicht? Nein, aber der Herr Direktor ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Es hat einen furchtbaren Krach gegeben. Die Fetzen fliegen. Deliziös, deliziös. Dann sagen Sie der gnädigen Frau bitte, dass ich am Nachmittag wieder vorsprechen werde. Ja. Um 5 Uhr. Bitte? Wollen Sie ihr vielleicht inzwischen diesen Blumengruß überbringen? Danke sehr. Und was ich noch fragen wollte, hat die gnädige Frau vielleicht einen besonderen Wunsch, was Blumen anbelangt? Naja, was Rosen anbelangt, da hat sie am liebsten die Madame Butterfly. Madame Butterfly, oh, wie zart, wie zart. Tausend Dank. Oh, ich danke Ihnen, Herr von Wittner. Gesternt, Herr von Wittner, gesternt. Das wäre der Richtige. Aber nein, wirklich, Marge, schau. Schau, Margele, du tust mir Unrecht. Na, Schatzele, wirklich. Schau, ich denk doch immer nur an dich, mein Mann. Was ist denn? Ich wollte nicht. Für die Gnädige. Schau, Margali, was ich dir gebracht habe, ein paar Röseln. Die ganze Zeit denke ich an dich. Da siehst du es jetzt, mein Süßer. Na, geh. Du bist aber garstig. Diese schönen Blumen. Tust du mal so. Von wem sind denn überhaupt die Blumen? Von einem Wittner. Du Rolling, du! Voll Teufel! Bin ich auch eifersüchtig? Dazu hast du kein Recht mehr! Aber bitte, aber Marga, schau, Liebling! Nein! Ausgerechnet jetzt! Ritsch! Aber Affi! Na, nun sei doch nicht so grob mit deinem Puppi. Ich wollte dich doch nur daran erinnern. Ich aber halt mich doch jetzt nicht auf, ich habe keine Zeit. Aber Affi, na, ich wollte doch nur wissen, wie es dir zu Hause ergangen ist. Verschwinden Sie, sehen Sie nicht, dass Sie hier überflüssig sind? Hm? Ja, du, hör mal. Hat deine Frau etwas bemerkt? Nein? Na, also bitte, ich sage ja, es ist ja wundervoll, wie du das machst. Du bist eben der geborene Diplomat. Ja, ja. Das ist die gnädige Frau so was antut. Ja, was soll ich denn dem Herrn Direktor sagen, wenn er mich fragt? Sagen Sie mir, ich bin weggefahren. Aber wohin denn? Dürfte ihn kaum interessieren. Jetzt redest du schon eine Viertelstunde in mich hinein und dabei habe ich ein solches Schädelweh. Also Servus, Liebling, und bleib schön gesund. Aber schau, Margret, aber schau, sei doch gescheit. Margi, wo bist du denn? Na, was ist denn, was weinen Sie denn? Sagen, wissen Sie nicht, wo meine Frau ist? Vor? Ja, aber wohin vor? Das hat sie nicht gesagt. Mit allen Koffern ist sie auf und davon. Ich sag, was nicht sagen. Mein Gott, hab ich Kopfweh. Die Gretel soll mir ein Pyramidon bringen. Aber die Gretel ist ja auch weg. Was, ist auch weg? Ja, mit Quarl sind sie alle miteinander weg. Aber ernsthaft, das ist das ganze Haus allein. Ich leg mich jetzt schlafen, bringen Sie mir das Pyramidon. Ja, aber wird denn der gehärtige Frau nicht suchen gehen? Natürlich, bis ich ausgeschlafen bin. Jetzt finde ich es ja sowieso nicht. Also bringen Sie mir das gleich. Das Pyramidon, Herr Direktor. Für wen? Ja, für Sie. Was ist das wieder für ein Lärm? Es leitet. Das machen Sie doch auf. Ja, aber nein, ich brauche kein Pyramidon. Machen Sie auf, bin für niemanden zu sprechen. Schlaf halt mindestens bis 1 Uhr. Verstanden. Gute Nacht. Sehr imposant. Wunderbar. Genau wie auf der Karten.
Der Rauchfang. Sehr schön. Ja. Ja. Sie wünschen? Meine Tochter will ich überraschen. Sie sind? Der Vater. Von der gnädigen Frau? Ja. Ja, ja. Ja, bitte. Bitte nur einzutreten, aber die Herrschaften sind nämlich momentan die ich weiß wirklich nicht. Ja. Bitte einzutreten. Bitte sehr. Die Herrschaften sind nämlich nicht die, ich weiß ja. Nicht recht. Einen Moment. Ja. Einen Augenblick, ja? Ja, Augenblick. Ja, bitte, ja. Sehr schön, sehr direkt. Bombastisch. Farbe hofft, das Haus ist ja von innen noch größer als wie von außen. Sehr hübsch. Herr Direktor! Herr Direktor, Sie müssen aufstehen! Für mich wissen wir, wer es ist. Der Herr Schwiegerpapa ist da. Ach so. Ja, was soll ich ihm denn sagen, Herr Direktor? Ich lasse ihn schön grüßen. Er soll sich... Aber Herr Direktor... Er soll sich gut unterhalten. Gnädiger Herr, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe es selbst nicht gewusst, aber die Herrschaften sind schon seit heute früh aus dem Haus. Oje, das ist mir aber leid. Wo sind Sie denn hin? Na, einen Sonntagsausflug werden Sie halt gemacht haben, nicht wahr? Aber Mittag sind Sie sicher schon wieder hier oder sonst irgendwann einmal. Nichts, der gnädige Herr sich nicht inzwischen bequem machen, ja? Das tragen wir schon. Ja, na, darf ich dann? Nein. Was ist Ihr Hochzeitsgeschenk drin? Bitte weiterzukommen, ja, bitte. Und die Herrschaften wohnen ganz allein hier? Ja. Das heißt mit uns, mit dem Personal. Ja, hoffentlich bleibt meine Tochter nicht so lange weg, weil ich muss ja morgen wieder nach Haus fahren. Ich kann ja das Geschäft nicht so lange allein lassen. Die gnädige Frau hat mir bereits erzählt, dass der Herr ein großes Warenhaus besitzen. Ja, es ist das Größte am Platz. Ja. Darf ich bitten? Ja. Sie stiegen Sie in den Haus. Ja. Wo führt Sie mich denn eigentlich hin? Ins Fremdenzimmer. Also, so ein Fremdling bin ich ja eigentlich nicht, nicht wahr? Obwohl ich auch das erste Mal im Haus bin. Herr Gewiss. Ja. Ja, bitte einzutreten, Herr Generaldirektor. Danke, aber ich bin kein Generaldirektor. Bitte sehr, wie Sie wünschen, Herr Kommerzialrat. Ja, ich bin auch kein Kommerzialrat. Dankeschön. Das mag ich mir schon. Ja, bitte wieder, gnädiger Herr, befehlen. Ja, und wie ist denn Ihr allerwertester Name? Kindermann. Ja, ich bin die Stütze und Wirtschafterin hier in diesem Haus. Ja, wieso? Ja. Meine Tochter wirtschaftet nicht allein. Merkwürdig, das ist doch so häuslich erzogen. Ja, ganz bestimmt, aber das Haus ist doch immerhin groß, nicht wahr? Und die vielen Gäste, ja, da gehört schon eine verlässliche Stütze, wie ich es bin, her. Ja. Denn unser Stubenmädel, gnädiger Herr, die ist zu gar nichts zu gebrauchen. Stubenmädel interessiert mich nicht. Sagen Sie mal lieber, wenn man die Hände waschen kann. Ja, bitte sehr, Herr, bitte. Sehr, hier. Danke, ja, Herr. Machen wir schon. Ach, danke sehr. Bitte, Herr General. Darf ich dem gnädigen Herrn vielleicht ein Bad herrichten? Nein, baden tue ich mich heute nicht. So, na, meine Tochter wird eine riesige Brötung. Ja, gewiss. Haben Sie eine Influenza? Nein. Was machen Sie? Nicht. Immer gewöhnlich, wenn Leute eine Halsentzündung haben, glauben Sie, müssen so nahe reden. Und da fahren wir hat man es. So, ich bin sehr empfindlich. Ich bin ein bisschen nicht besser, aber. Marga! Was ist denn? Ich bin weg von meinem Mann. Aber ich bleib bei dir. Na Kind, ich nehme dich ja sehr gern bei mir auf. Aber ich habe doch momentan nur die Küchen zur Bedienung. Das macht nichts. Die Gretel bleibt bei mir. Ich? Und der Karl? Herr Hauser fährt nach Hause. Ich meine zu Herrn Fritsch. Sie müssen mir aber Ihr Ehrenwort geben, dass Sie niemanden verraten, wo ich bin. Niemandem. Bitte schön, wegen Ihrer Frau befehlen. Servus, Gretel. Karl. Die Gretel ist nämlich auch jung verheiratet. Aber glücklicher als ich. Ja, was soll denn das alles heißen? Dass ich nie mehr zu meinem Mann zurückkehre. Aha.
Also sag, was hat's denn bei euch gegeben? Na komm, schütt mir dein Herz aus. Ich bin ja so unglücklich. Liebe Frau, wissen Sie, was Sie haben? Sie haben einen ganzen nur den Ihren Schnupfen. Wo kommen Sie mal? Salmiak, fest aufziehen. Na. Halt mir so die Hand vor, nicht wahr, wenn man. Entschuldigen Sie. Na ja, davon habe ich nichts. Haben Sie so viele Windrichtungen, müssen Sie gerade da gehen. Ja, noch einen Wunsch? Nein. Ja, das heißt, zu Hause ist sowieso niemand Zeit, aber ich auch. Kommen Sie, zeigen Sie mir einmal die Räumlichkeiten, ja, wenn wir die Villa anschauen. Wieder hierher befehlen, ja, bitte sehr, ja. Danke. Was ist denn? Gibst du endlich das Taschentuch weg? Immer haben Sie das. Bitte, bitte. So. Was ist denn das für ein Zimmer? Das ist das Schlafzimmer von der gnädigen Frau. Wieso? Er schläft nicht drin? Nein, der Herr Direktor hat ein eigenes Schlafzimmer. Sind ja was sehr merkwürdig. Zeig mal das Zimmer. Ja, es ist nämlich nur. Es ist noch nicht. Ihr Herr, es ist leider. Leider ist das noch nicht. Na, servus. Das schaut ja gut aus. Hast du eine Wirtschaft? Na ja, dazu braucht man eine Wirtschafterin. Ich habe gerade wollen anfangen, Ordnung zu machen, weil nämlich die junge Frau, weil die junge Frau heute weg ist, wird sie gründlich machen. Heraus, ja, gründlich machen sagen, kann man wollen. Ich bin ein Mannsbild, aber so eine Schlampere kennt ich nicht. Na ja, aber schauen Sie, wir haben gerade wollen anfangen, zum gründlich machen. Was ist das? Das ist der Motor von unserem Kühlschrank. Ja, liebe, das ist kein Kühlschrank und ist kein Motor. Was ist das? Das ist er. Wer? Der gnädige Herr. Was? Ist mein Schwiegersohn? Ja. Wieso? Sie haben doch gesagt, er hat einen Ausflug gemacht. Naja, er hat auch wollen, aber da hat er so stark Kopfweh bekommen, dass er hat mit seinem Pyramidon und dann ist die junge Frau ist allein weggefahren. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Kann man schon sagen. Chevalier, ich bin der Schwiegerpapa. Für mich ist nichts gesagt, also bitte. Was? Was hat er gesagt? Mir scheint, es war eine despektierliche Bemerkung. Nein, nein, bestimmt nicht. Ich möchte mir auch verbieten. Kommen Sie. Ja. Da steht sie rum, dumm nicht. Was ist das für eine Tür? Das Arbeitszimmer. Auf damit. Was ist das für ein Direktor überhaupt? Was ist das für ein Direktor? Was hat er für eine Branche? Er ist Fabrikant. Er erzeugt das Bonarom-Badesalz. Das Bonarom? Ja. Das kenne ich. Das kenne ich, den Artikel führe ich auch. Bin absolut nicht damit einverstanden, bin ganz unzufrieden. Geht bei mir sehr schwach. Ja. Davon lebt er? Ja. Davon lebt er und auf so großen Fuß? Ja, das ist es ja eben. Es war ja schon höchste Zeit, dass er hierher gekommen ist, um Ordnung zu schaffen. Ordnung zu schaffen? Was? Sprechen Sie, reden Sie raus mit der Sprache. Was ist denn? Sagst du die Wahrheit? Seit ich hier bin, lügen Sie mich ununterbrochen an. Naja, das war nämlich so, weil der Herr Direktor kommt nämlich jede Nacht sehr spät nach Hause und manchmal auch gar nicht. Saft er? Er sauft. Nein, trinken tut er nicht viel. Was denn? Was denn? Ich sag, was macht er denn dann die ganzen Nächte? Weiber? Ja. Das ist ja die ganze Kolonie da. Ja, aber nein, das ist ja immer ein und dieselbe. Eine Tänzerin ist sie von Varieté. Eine? Ja. Das ist bitter. Mit mehreren möchte man schneller fertig werden. Ja, ja, ich hab ja gewusst, mein armes Kind ist in Unglück. Na, er wird von mir was erleben. Und der hat noch keine steirische Watschen gekriegt, dieser Herr. Ja. Ich hab ihn ausgeholt. Hierher, aber nicht, weil ich
habe Ihnen nichts erzählt. Von mir wissen Sie nichts. Man redet doch nur so, nicht? Sagen Sie mal, woher haben Sie denn eigentlich Ihre Kenntnisse? Was? Da scheinen Sie horchen. Horchen? Ich? Aber nee, Herr, das hat mir doch die junge Frau alles selbst erzählt. Ich mein Geld haben. Schauen Sie, ich habe schon gesagt, der Herr Direktor ist nicht zu Hause. Lassen Sie uns doch wenigstens am Sonntag in Ruhe. Denke gar nicht dran. Ich verlasse dieses Haus nicht eher, bevor ich nicht mein Geld habe. Das werden wir ja sehen. Moment! Moment, Moment. Und dafür sind Sie Chauffeur? Ja. Vom Haus? Ja. Verzeihen Sie, ich möchte. Antonio, ich war doch nicht vom Personal, bitte. Bitte. Ich kann gehen. Ja. Danke. Bitte? Um was handelt es sich? Ich möchte Ihnen... Ja, mein Schwiegersohn ist nicht zu sprechen. Selbst wenn er zu sprechen wäre, hätte er nichts zu reden, denn jetzt rede ich. Ach, der Herr Schwiegerpapa. Ja. Über dir Probst. Klackhofer? Sehr angenehm. Wer möchte sehen? Blatt. Danke vielmals. Um was handelt es sich? Ja, ich weiß nicht, ob ich meine Angelegenheit Ihnen... Sie ist eigentlich diskret. Haben Sie plein pouvoir? Wir haben Bonarum. Bitte. Ja, also es handelt sich um das Saphir-Armband. Ich habe meinen kommenden Herrn Direktor bereits schriftlich angekündigt. Davon weiß ich nichts. Moment. Wie war der Name? Probst. Ja. Probst. Wo ist er denn, hm? Ah, ja, danke. Ich muss mich informieren über Ihre Angaben der Wahrheit entsprechen. Ja, bitte. An wem haben Sie denn das Armband geliefert? Ja, bitte, da steht's doch. Na ja, was? Meine Tochter heißt ja nicht Ada, ja, nicht? Und den Nil heißt sie überhaupt nicht. Jedenfalls muss da irgendein Irrtum vorhanden sein. Da gehen Sie doch hin zu diesem Fräulein Ada den Nil und holen sich Ihr Geld, nicht? Was haben denn wir damit zu tun? Verzeihung, so geht das nicht. Der Herr Direktor hat das Armband bei mir bestellt, infolgedessen muss er es auch bezahlen. An wem er es geschenkt hat, das interessiert mich ja nicht. Schauen Sie lieber her, bitte, Sie schreiben hier ausdrücklich... Aber ich schicke meine Waren an die Adresse, die der Besteller angibt. So? Wissen Sie, dass ich es damit strafbar machen? Wieso? Na, was Sie da getan haben, ist eine Vorschubleistung zu einer außerehelichen Gesetzwidrigkeit. Was darauf steht, bitte, das können Sie ja vielleicht in Gesetzbuch nachblättern. Erlauben Sie mal, ja. Was? Zahlen tun wir nichts? Zahlen tun wir nichts, aber nicht am Pfennig, das sage ich jetzt gleich. Weißt du, dann will ich mein Armband retour. Ja, da gehen Sie hin und holen sich's. Mein lieber Herr, beschreiten Sie den Klageweg. Jawohl, das werde ich auch. Ja, jawohl. Da werden Sie ja was erleben, mein Herr. Da mache ich die Anzeige wegen Kuppelei und wegen Ehrenkränkung meiner Tochter. Liebes Kind, wenn alle jungen Frauen gleich davonlaufen wollten, die hinter so einer Geschichte kommen, dann blieb ja überhaupt keine Ehe mehr ganz. Liebe Tante, deine Vermittlungsversuche sind ganz zwecklos. Ich mache keinen Schritt mehr in dieses Haus. Aha. Ja? Gnädige Frau, werden am Telefon gewünscht. Die Schneiderin. Wenn mein Mann anruft, wird mir versprochen. Ich weiß, ich sag niemandem, dass du bei mir bist. Kratz ist am Apparat. Hallo, hier ist Ottilie Gerlach. Ach, du bist es selbst, Theo. Du, pass einmal auf. Es handelt sich natürlich um Marga. Was? Na, das habe ich ja vorausgesehen. Eine so überstürzte Heirat mit einem Menschen, den man kaum kennt. Mich hat's überhaupt gar nicht gefragt. Herr Henkel! Herr Henkel! Na, dich habe ich gemeint. Herr Henkel! Bitte, bringen Sie das Gedächtnisprotokoll, das ich über die Ehe meiner Tochter aufgesetzt habe. Dass er vorwärts nicht so langsam etwas ratschen, wenn ich bitten darf, ja? Was sagst du? Nein, mit meinem Sekretär habe ich gesprochen. Er, lass mich doch nicht so lange warten jetzt, ja? Na, da steht's ja natürlich. Das Schwarz auf Weiß. Natürlich, ich war ja immer der Meinung, jawohl. Was sagst du? Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, natürlich, ich komme, Tilly, ja. Ja, servus. Ach, mit seiner Tochter hat man reingefreit, dass er was Entsetzliches. Also, was auf. Die Agnes soll die Koffer vorfahren und der Franz soll den Wagen packen. Ich fahre mit dem nächsten Zug nach Wien. Den D-Zug um 1 Uhr, den muss ich noch wischen. Stellt sich so blöd da, ich kann den Fels nicht sehen. Hinaus! Der Schwiegersohn, der soll mich jetzt kennenlernen. Lieber Herr, wer schreit denn da so, mein Name? Dieses Armband zu liefern, aber im Gefängnis werden Sie schon genügend Zeit haben, darüber nachzudenken. Ich werde dafür sorgen, dass solche Elemente wie Sie, die durch die Lieferungen von außerähnlichen Beziehungen begünstigen, angebracht werden. Sie Kindermann. Also mal,
Wer ist denn der wildfremde Mensch in meinem Zimmer? Ihr Herr Schwiegerpapa. Was, das sagen Sie mir gar nicht? Habst du mir den Herrn doch gemeldet? Also, seit wann ist er denn da? Seit heute früh. Und das erfahre ich erst jetzt? Und haben Sie meine Frau schon gemeldet? Aber die ist doch weg. Wann kommst du denn zurück? Das weiß ich doch nicht. Aber zu was sind Sie überhaupt da? Was haben Sie überhaupt meinem Schwiegervater gesagt? Ja, dass die gnädige Frau einen Ausflug gemacht hat. Ja. Ist der Karla schon zurück? Ja. Er soll sofort zu mir ins Schlafzimmer kommen. Bitte, ja? Sehr, bitte, bitte. Jesus, Jesus. Heute geht aber alles schief. Ja, jetzt steigen noch die Grasbirnen auf. Werner, was sagen? Ich bin nicht nur ein Geschäftsmann, ich bin auch ein Mensch. Ich will Sie nicht ruinieren, ich mache Ihnen einen Vergleichsvorschlag. Ich liefere Ihnen für diese 1200 Mark Bonarom. Ja, was soll ich damit? Baden, baden, schauen Sie, Sie sind doch ein Kulturmensch, nicht wahr? Brauchen nur zu unterschreiben. Na also. Naja. Bravo, das ist das Vernünftigste, was ich haben machen können. Was glauben Sie, da kommen Sie ja riesig lang aus. Da haben Sie 120.000 Peter. So bitte. Na also. Noch etwas möchte ich Ihnen sagen, eine Warnung. Wenn wieder ein verheirateter Mann mit seiner sogenannten Freundin zu Ihnen kommen sollte in so einer ähnlichen Angelegenheit, dann schmeißen Sie ihn hinaus. Schmeißen Sie ihn hinaus. Meine Verehrung, beehren mich bald wieder. Servus. Der ist in der Viertelstunde direkt sichtlich gealtert. Ja. Mein Schwiegersohn war eine feine Nummer. Herr Direktor? Ach, Hauser, ja. Sagen Sie, wo Sie meine Frau eigentlich hinführt. Ja, Herr Direktor, das kann ich leider nicht sagen. Ja, warum denn nicht? Das wäre noch schöner. Ja, ich, Herr Direktor, ich habe der Frau mein Ehrenwort geben müssen. Ja, bei wem sind Sie eigentlich engagiert? Bei mir oder bei meiner Frau? Ja, das Berufsgeheimnis muss auf alle Fälle werden. Wer sagt denn das? Seit wann denn? Da schauen Sie, Herr Direktor. Ich sag's ja nicht, der Frau, wenn ich den Herrn Direktor irgendwo hinführen will. Nicht? Jetzt schauen Sie aber, dass rauskommen. Da hört sich aber wirklich alles auf. So eine Frechheit ist mir aber noch nicht vorkommen. Das ist ja unglaublich. Ein leichtsinniger Kerl. Wo man hinschaut, lauter Rechnungen, lauter. Wie der mein Geld umschmeißt, unglaublich. Wenn es wenigstens für meine Gretel wäre, bitte. Sag mir kein Wort. Wollte ich reden, aber direkt einen Durst kriegt. So. Gut, der ist aber scharf. Aber Geschmack hat er. Geschmack hat er. Der Windhund. Sehr schön. Hat eine prima Figur. Schöne Haxeln. Oh, das ist ja gut. Was mehr ist mehr ein Rasseweib. Also, was hat sie denn da? Na wunderbar. Herrgott, noch einmal. Mein Ehrenwort, die heizt einem direkt ein. Fangen wir direkt zum Schwitzen an. Schönheitssinn hat er unbedingt. Aber als milder Umstand wird das nicht anerkannt. Seine Watschen kriegt er. Auf jeden Fall. Ja, grüß dich Gott, Schwiegerpapa. Na, das ist aber nett. Na, sowas. Kein Handy mit jedem, nicht wahr? Und so weit sind wir noch lang nicht. Nein? So weit sind wir nicht. Nein. Hast du eine gute Reise gehabt, Schwiegerpapa? Ich bin nicht hergekommen, um Reiseschilderungen abzugeben. Ich bin hergekommen, um mich von dem Lebensglück meines Kindes zu überzeugen. So. Na, du bist ja ein sauberes Früchterl. Du liebst sie ja sehr. Also, wie zweifelst du daran, Schwiegerpapa? Ich vergöttere die Marga. Marga, sie heißt Margarete. Und verstümmeln tust du sie auch noch? Eine Gemeinheit, ein Skandal, wie du das arme Kind betrügst, wie du sie hintergehst. Aber lieber ich betrüge. Lieber nicht! Wimmere nicht! Ich bin genügend informiert. Und diese Rechnungen sprechen Bände. Bitte. Für Möbel 4200. Ein Dingen. Saphir. Fuchs. Cape. Für wen? Für wen? Für die andere. Für die andere. Oder. Ruhig. Schweig. Ich würde jetzt mal sagen, ich bleibe jetzt hier. Ich warte auf mein Kind, bis er zurückkommt. Und dann nehme ich sie mit nach Haus. Denn bei so einem verkommenen Wüstling weg. Lass ich mein armes Kind nicht. Aber wirklich, Schwiegerpapa, du machst ein ganz falsches Bild so? Von mir. Diese Bilder sprechen Bände, ein Skandal. Wie diese, so sieht sie, so sieht. Wer ist überhaupt dieses Frauenzimmer, diese Person zu dir? Ja, diese Person ist leider mein Verhältnis. Dein Verhältnis ist sie. Und warum baust du sie nicht ab? Wirklich, warum baust du sie nicht ab?
Tja, die Sache ist nämlich so, sie hat sich mir seinerzeit als Modell für meine Badersalzplakate angeboten, weil ich so ein bisschen Talent zum Zeichnen habe. Habe ich sie ein paar Mal porträtiert. Signatur? Ja. Ein Skandal. Also ich möchte mir diese Schweinereien nicht in mein Geschäft sehen. Dagegen werden ja auch meine Kundschaften unbedingt protestieren. Staunen überhaupt, dass sie die Marga, respektive die Margarete, das erlaubt. Mein sittliches Empfinden wird jedenfalls auf das Tiefste verletzt. Aber die Plakate wirken sehr stark. Ja, auf einen Sauernigel. Und ich bestehe darauf, dass sämtliche Bilder verschwinden. Nun, Hint. Ah, Entschuldigung. Und diesen Teufelsbroten magst du ein Geschenk nach dem anderen. Na ja, ja. Aber Abschiedsgeschenk. Ja. Nein, wirklich, weißt, bei jedem Geschenk habe ich mir gedacht, da will ich jetzt damit sagen, jetzt ist es aus. Aber dann hat sie mich so angeschaut mit ihren verschwommenen Augen und da habe ich doch nicht das Herz dazu gehabt. Sag mal, hast du als Junggeselle nie so ein Anhängsel gehabt? Was, ich? Ja. Nein? Ja. Nur siehst du. Warum nicht? Und Dutzende, mein Lieber, Dutzende, wie die Glätten sind sie an mir gepickt. Ja, glaub's, ich glaub's. Das sieht man dir ja heute noch an. Ja. Na wirklich? Ich bin kein Renommist, nicht wahr? Aber ich habe immer auf die Frauen kolossal gewirkt. Geh. Wenn ich geheiratet habe, hat's dringend gegeben, aber an jeder Ecke ist einer gestanden und hat geweint. Ich hab sie weinen lassen. Weil ich habe ja gesagt, Florian, jetzt heißt es hart sein. Ich bin hart geblieben. Ich habe gedacht, ich bin Ehemann, schaue ich keine mehr an. Sonst hätte mir meine Frau auch gar nicht erlaubt. So, und jetzt hätte ich einen Hunger. Ja, na das ist gescheit, Schwiegerpapa. Moment, Schwiegerpapa, wir haben ja gleich was haben zum Essen. Na, was? Ja, kocht haben wir heute nichts, ne? Nein, die Frau ist ja nicht zu Hause, unser Stummel ist auch weg und dann habe ich ja drauf vergessen, nicht, da heute alles auf mich eingestürmt ist. Ein Sauerkraut hätte ich noch von gestern, ich weiß auch schwärmen. Sag einmal, zu was hast du die überhaupt? Nur zum Horchen? Die horcht ja, die macht ja nichts. Die arbeitet nichts, sie räumt nicht zusammen, sie wischt keinen Staub ab, sie vergisst aufs Kochen. Zum Glück habe ich was mitgebracht zum Essen. Was Feines. Ostseerusserl. Russen! Russen! Begann. Wunderbar, das ist gerade, was ich jetzt brauche. Hol ich, die hole ich jetzt. Sag einmal, ihr habt gestritten. Aber. Sagen wir's. Natürlich habt ihr gestritten, aber warum ist denn noch einmal Kind weggegangen? Ja, sie ist mit einer Freundin, ist nach Baden. Ist, Hat sie nicht gesagt, wann sie kommt? Ich glaube schon. Was? Ja, sie hat. Sie muss jeden Augenblick da sein. Nicht falsch sein. Nicht falsch sein. Naja, jetzt müssen wir ehrlich, nicht wahr? Ja. Tja. Wo ist sie jetzt? Die Russe rum. Schuld an allem bist ja nur du. Na, erlaube mal. Ja, wenn du mich nicht nach Wien eingeladen hättest, hätte ich den Felix ja nie kennengelernt. Was ist denn? Herr Direktor Fritsch ist am Apparat. Dass du ihm nichts sagst. Ja, ich schlaf gerade. Ich bin nicht da. Ich kann die gnädige Frau nicht stören. Die schläft. Was, sie schläft noch? Jetzt noch so? Wie kann man so lang... Ja, sagen Sie mal, wissen Sie vielleicht zufällig, ist meine Frau dort? Nein? Ja, Himmel, Herrgott, wo ist sie denn dann? Ich bin der größten Das wissen Sie nicht? Sie wissen aber rein gar nichts. Kann sie denn nur sein? Der Herr Direktor war ganz konfus, aber geglaubt hat das. Soll ihn ein bisschen tun, der Herr Direktor, schadet ihm gar nichts. Aber Gretel. Wenigstens merkt er sich's. Bin ja auch mitgestraft, nicht? Mein Lieber, wenn ich die Fischerl nicht mitgebracht hätte, schaut mir gut aus. Sieht ja herrlich. Mach Platz, gibt da nur so eine Frau. Ja, bitte. Danke schön. So. Und Resch. Und machst du ein bisschen Zwiebel auch dazu? Ja, das war das auch. Na, sie sind aber auch wirklich wunderbar. Na, was wunderbar. Wunderbar dann. Ja, was anderes möchte man heute sowieso nicht schmecken. Na, mir schon. Ich sag Geschirr wie bei einem Fürsten und dabei ist nichts drauf. Wein ist gut. Song? Der Wein ist prima. Na, jedenfalls freue ich mich, dass du deine anfängliche Abneigung gegen mich aufgegeben hast. Was? Wer sagt denn das? Mein lieber Freund, mein Kind hätte eine wunderbare Partie machen können. Einen Agrarier. Und wenn ich sie hätte von dir scheiden lasse, heirat sie ihn. Weil der auf sie wartet. Der wartet ja auf sie. Ja, aber warum? Ich will mich ja gar nicht scheiden lassen. Was du willst, nicht wahr? Das ist ja nicht maßgebend. Nicht wahr? Was ist nicht maßgebend? Ihr habt gestritten. Ja, die Einigkeit. Aha. Aber wie ist das? Bist du unaufrichtig?
Ja, nein, das darf man nicht. Wir vermitteln. Wer ich jetzt vermitteln. Das wäre wirklich lieb von dir. Ja, was lieb, lieb was. Ein bisschen machen wir auch Vorwürfe, denn ich bin ja eigentlich auch mit daran schuld, dass die Ehe nicht so klappt. Wieso? Der Vatersegen hat gefehlt. Der Vatersegen, verstehst du? Von allen Anfang. Ja, so ist es. Und den gibst du uns jetzt, ja? Das ist alles mit in Ordnung. Denn ich habe sie wirklich lieb, die Marga. Hm. No, no. Zweifelst du vielleicht daran? Nein. Und wenn du bedenkst, dass du sie ohne Mitgift geheiratet hast, muss ich ehrlich sagen, ich hätte das seinerzeit nicht gemacht. Nein. Nein, ich hätte es nicht gemacht. Aber sie kriegt schon von mir. Sie kriegt, nicht wahr? Ich lass mich nicht lumpen. Was gibt's bei mir nicht? Ich bin kein Protz, aber ich bin situiert. Ja, das ist bekannt von dir. Aber dieses jetzige Leben, so wie du es führst, ist nicht zu machen. Das muss auf eine andere Basis kommen. Mein liebes Kind, diese Weibergeschichten und diese Schuldenmacherei, damit muss Schluss sein. Nicht wahr? Nicht, dass ein Gläubiger einen anderen die Tierchen in die Hand gibt. Verludere, zu mir. Mit einem Ohr. Servus. Wo ist es? Prosit, lieber Schwiegerpapa. Ex. Sechstes Jahr Ex. Ja, ob du noch gar kein Puzzle kämpft. Schwiegerpapa, ich glaube, wir werden so sehr gut vertrauen. Ja, wenn du nicht falsch bist, okay, wir haben uns vertrauen. Weißt du, was ich jetzt möchte? Ja. Jetzt möchte ich mich gerne ein bisschen niederlegen. Einen Nachmittag Schlaferl machen. Ja. Na ja, ich war da die ganze Nacht unterwegs. Ja, ich auch. Was? Ich meine, ich lege mich jetzt auch sehr gerne nieder. Komm. Ja, noch gehen wir. Was ich da noch sagen wollte, ja? Das muss ich auch aufhören, was? Dass ihr jedes allein in einem Zimmer schläft extra. Okay, wann siehst du denn deine Frau dann eigentlich? Oh. Durch dieses Separieren kommst du nur auf dumme Gedanken, mein Lieber. Und immer bin nicht ich da, dass ich die Sache wiederum in Ordnung bringe. Hast recht, Schwiegerpapa, werden wir jetzt alles ändern. Oh, dann ist es recht. Schau, mein liebes Kind, und ich habe 24 Jahre hindurch bei meiner Frau, Gott hab sie selig, geschlafen. Aber okay. Nacht für Nacht. Nachtchen und nie woanders. Das hätte sie mir auch gar nicht erlaubt. Will der Geri ausruhen? Soll ich vielleicht das Bett richten? Nein, was schießt es denn so her? Holen Sie mal einen Chauffeur. Schießt mal einen Chauffeur heraus. Herr Kohl! Ja? Sie sollen zum Herrn Schwiegerpapa kommen, aber schnell. Ja. Sieh, der hat unseren Herrn jetzt zusammengeschert. Der hat es ihm aber gegeben. Das wird er sich nicht hinter die Uhren schreiben. Also gingen Sie rauf, dass er es angehört, ja. Inna, müsst auch mal einer die Zungen undulieren. Aber mit einem heißen Eisen. Ja? Bitte schön. Ja, der Karl. Kommen, setzen Sie ihn ein bisschen nieder. Sind wir ein bisschen plauschen. Ja. Ein bisschen mit Ihnen plaudern. Na ja, mein Gott. Mein Schwiegersohn hat Siesta. Ich wollte doch eigentlich sozusagen gar keine Ansprüche. Sind Sie da nieder? Na, erzählen Sie mir ein bisschen was von meiner Tochter. Die führen Sie immer herum? Ja. Wo haben Sie es denn hingeführt heute? Ja. Wohin denn? Das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Warum dürfen Sie das nicht sagen? Ja, Ihnen alles. Vater, nicht wahr? Ja. Sehr richtig. Dürfen Sie das, müssen Sie das sagen? Also, wo haben Sie es hingeführt? Das ist zur Tante Ottilie. Zu der Ottilie, aha. Wer ist denn das? Ja, das weiß ich nicht. Aha, na ja, es wird wahrscheinlich von seiner Verwandtschaft sein. Aber ich habe ja gewusst, dass mir mein Schwiegersohn anblascht. Und diese Dings, diese Kindermann, die lügt ja so oft den Mund auf. Ja. Und außerdem horcht sie. Die horcht. Da kann die einer. Witwe, da wette mit ihnen. Und ich komme so kurz. Au! Das kommt davon, wenn man so neugierig ist. Haben Sie gar nichts anderes zu tun, als wie bei der Tür zu stehen und zu horchen, ha? Ich hab doch nur fragen wollen, ob der Herr noch was will. Gar nichts will ich mehr rufelig haben. Ach. Ich werde geben. Die horcht so geschwind nicht wieder. Nein, das vertrage ich nicht. Wenn das Personal trotscht oder horcht, das ist für mich erledigt. Ja, die Frau wird eh schimpfen, dass ich sie verraten habe. Die wird gar nicht schimpfen. Das ist ja wieder Quell. Schauen Sie, ich hab für meinen Kind kein Geheimnis. Genauso wie mein Kind von mir kein Geheimnis hat. Na, also. Wollen Sie egal? Nein, danke schön, ich bin nicht Raucher. Nicht Raucher, bravo. Das gefällt mir. Sie glauben gar nicht, wie schädlich das ist. Aber, nur auch danke. Sagen Sie, fahren Sie oft zu dieser Dings, zu dieser Ada de Nil? Ja, darüber kann ich keine Auskunft geben. Ne? Naja, aber wo sie wohnt, das können Sie mir doch sagen, nicht? Leider.
Schauen Sie, ich will noch was sagen, Karl. Es handelt sich um das Lebensglück meines Kindes. Ja, Sie können mir da nicht so nachempfinden, weil Sie ja nicht verheiratet sind. Ich bin schon verheiratet. Was, Sie sind verheiratet? Ja. Na bravo. Wo ist denn das Fraudl? Ja, im Haus? Na, jetzt passen Sie auf, Karl. Sie werden sehen, wenn Sie einmal ein Kind haben, da werden Sie erst verstehen, was es heißt für ein Vaterherz, wenn sein einziges Kind von seiner gemeinen Person betrogen und bestohlen wird. Nicht wahr? Aber bitte, erledigt. Braucht die Adresse von ihr gar nicht zu wissen. Braucht sie nicht zu wissen. Fahren Sie mich hin. Kommen Sie. Betty, warum haben Sie denn kein Bonaron hereingetan? Gehen Sie, es ist doch ein Mist. Ich kann den Geruch nicht vertrauen. Na, Hauptsache, ich vertrage ihn. Und schließlich leben wir davon, dumme Gans. Na, um 3 Uhr Nachmittag könnten Sie Ihren Grant aber schon ausgeschlafen haben. Na, Betty, was ist denn? Hören Sie nicht, hm? Das ist ein Mann von der Zeitung. Gehen Sie, öffnen Sie. Den schickt mir der Dr. Becker, damit er ein Interview von mir macht. Betty, und seien Sie sehr nett mit ihm, ja? Christian? Ja, ist es Fräulein Nil zu sprechen? Ja, bitte. Nur weiterzukommen. Fühlen Sie sich bei uns bitte ganz wie zu Hause. Die Gnädige wird gleich kommen. Darf ich Ihnen darf ich Ihnen den Mann klappen? Ist nicht notwendig, danke. Das brauche ich mir. So lange bleibe ich ja nicht, nicht wahr? Was ist eine Gesellschaft? Unglaublich. Ich dachte, wie ein raffinierter Duft drinnen ist. Die Gerüche allein sind ja schon sündhaft. Direkt aufreizen. Unverschämt. Das ist aber nicht schlecht. Die auf die Reseda dabei sein. Wenn du siehst, ja? Willst du gerade, hat sie auch da. Was die für Flaschen hat, lauter Flaschen und lauter Mix. Das ist bei Schule. Schule. Ah, da ist es, ja. Da haben wir das Saphir am Band. Gut, dass man weiß, wo es ist. Ich wüsste, ob ich das nicht ausreicht. Hoffentlich lässt sie mich nicht so lange warten. So viel Zeit habe ich nicht. So was ist so ein breites Sofa braucht, das ist mir unverständlich. Das ist reizend, dass Sie gekommen sind. Also was soll ich Ihnen erzählen? Danke mir gar nichts, ich weiß alles. Sie wollen doch ein paar Fragen an mich richten. Ja, das allerdings. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, ich stehe lieber. Wollen Sie vielleicht auch eine Aufnahme von mir machen? Nein, ich will keine Aufnahme machen. Nicht mehr, sondern ich bin gekommen, um einen reinen Tisch zu machen. Tabula rasa. Das ist ein Teufelswerb. Ist es. Und bin der Schwiegervater von Felix, von Fritsch, von Herrn Direktor Felix Fritsch. Oh, ja, na dann war das wohl ein Missverständnis, mein lieber Herr. Klarkofer. Also ich freue mich wirklich, Herr Klarkofer. Die Freude wird schon kurzer Dauer sein. Na bitte schön, wollen Sie sich nicht setzen? Nein, zu mir, bitte, ich bleibe lieber. Ja. Kommen Sie, sehen Sie mal. So kann man ja viel gemütlicher plaudern. Naja, ich bin nicht gekommen, um zu plaudern. Ich bin gekommen, um. Eine Hitze hat es da. Ja, ja, es ist ziemlich mollig. Ja, naja, da ist ja wie in einem Dampfbad. Ich bin gekommen. Ja, ich weiß, warum Sie gekommen sind. Wegen meiner harmlosen Freundschaft mit Felix. Ich muss Ihnen aber sagen, Herr Klarkofer, Sie rennen da offene Türen ein. So? Ja, seit Felix verheiratet ist, sage ich immer zu ihm, schau Felix, es geht nicht so weiter. Aber er hängt ebenso an mir. Ich weiß gar nicht, warum. Oft frage ich mich, was ist denn eigentlich so Besonderes an mir, was die Männer so fesselt, hm? Ja, decken Sie sich zu und Sie werden sich sonst verkühlen. Sie soll das. Das erinnert keinen Zweck, oder? Ich mache Sie aufmerksam. Wenn Sie das Eheglück meiner Tochter noch weiter stören, erstatte ich gegen Sie die Strafanzeige. Aber Herr Klarkofer, so. Spricht man denn so mit einer armen kleinen Frau? Hm? Kann ich schon den Tee bereiten, gnädiges Fräulein? Ja, Betty. Setzen Sie inzwischen das Wasser auf und dann besorgen Sie uns aus der Konditorei etwas Süßes. Für mich nicht. Aber Betty, Sie brauchen sich nicht zu beeilen. So, und jetzt sind wir ganz allein und jetzt können Sie so grob mit mir sein, so viel Sie wollen. Dabei habe ich eigentlich für Ihren Typ schon immer geschwärmt. Ja, der reife, kultivierte Mann. Ja, ich weiß, dass Ihre Erfahrung gewissermaßen immens wirke, aber ich war aber jetzt, bin ich nicht hier in meiner Eigenschaft als
lieber nicht als Mann, sondern als der Vater von meiner Tochter. Und Sie wissen, was Sie alles genommen haben. Was ich? Sie? Erlauben Sie mir, bitte. Hier haben Sie das Saphir-Armband, bitte. Hier haben Sie die Präge. Ja. Ist es vom Propst oder ist es nicht vom Propst? Können Sie sich überzeugen? Propst, nicht wahr? Ja. Na also. Und hier haben Sie das Benzkip. Ein Benzkip. Stimmt die Firma oder stimmt sie nicht? Ja. Hier haben Sie, na also. Und ist das ein Goldbrokat? Ist das ein Goldspitzenkleid oder ist es nicht? Ja. So, bitte. Kriegt alles die rechtmäßige Besitzerin. Heiß! Geben Sie sofort die Sachen her. Wollt mir gar nicht nennen. Ach, Sie Dieb, Sie Räuber, Betty! Ja, Betty! Die Betty ist nicht da, warum Sie gerade lang zu strengen? Ach, Sie Lump, Sie Schurke, Sie schauen in einen rein. Na, was glauben Sie? Glauben Sie, dass ich der Betty Hände in die Hosen da zu stecken werde? Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein ganz hinterlistiger Schuft. Ein Hundskerl sind Sie. Oh, sind Sie wohl eine Dame sein? Sie haben eine Guschen wie ein Schwert. Und der Bademantel ist ja da, Hund, laut Rechnung ausziehen. Sofort ausziehen, oder? Ich reiß Ihnen von Leib. Nein, ich kann doch hier nicht so ganz nackt. Was? Nein, das möchte nur so passen. So, mitten in dem Zimmer, Marsch in der Barre. Schupfen Sie den Mantel rüber. Schupfen Sie den Mantel rüber, oder ich hau alles. Hier kurz und klein. Ja. So, jetzt haben Sie alles meiner Tochter gestohlen. Herr Liebe, das sind nur Sachwerte. Aber was Sie ja sonst noch gestohlen haben, das ist überhaupt unübersetzt. Unersetzbar. Mir liebe, aber Sie werden keine Ehe mehr stehen. Sie, Putifar. Direktion nach Haus. Die Sachen habe ich alle. Meine Tochter wird Augen machen. Jetzt ist sie rehabilitiert. Was machen Sie denn da? Ein Sportstrumpf für meinen Mann. Sie sind wohl sehr glücklich mit ihm. Glücklich ist gar kein Ausdruck. Ach, Gretel. Was täten Sie an meiner Stelle? Ich würde es nicht so tragisch nehmen. Ich würde ihm zuerst die Augen auskratzen und dann wäre ich bald wieder gut. Denn wenn man einen Mann zu lang auslässt, schnappt ihn eine andere und man hat gar nichts davon. Ach ja. Haben wir jetzt nach Haus? Ach, was fällt Ihnen ein? Lass mich doch scheiden. Bravo, das ist sehr vernünftig, mein Kind. Wieso? Ich habe auch deinem Vater telefoniert, er ist bereits unterwegs und morgen könnt ihr zusammen zum Rechtsanwalt gehen. Wie konntest du das? Das ist doch eine Eigenmächtigkeit. Ich denke, du willst dich scheiden lassen. Ja, aber wenn ich will und keinesfalls, wenn mein Vater will oder wenn du willst. Überhaupt, ich bleib nicht länger bei dir. Ich fahre sofort zu Felix zurück. Zu dem Verlobten? Das ist kein Verlobter, ich verbitte mir das. Das hast du mir nur eingeredet, weil du dich in alles hineinmischt. Gretel, wir fahren sofort nach Haus. Packen, packen, packen. Schon auf? Ja. Ja. Wohin gehst du denn? Ja, ich habe mir nämlich deine Predigt zu Herzen genommen. Ich gehe jetzt zu Adam, mach endgültig Schluss mit dir. Nicht notwendig, bleib doch. Ich war schon dort, wir waren es erledigt. Was? Was denn? Bitte, Sachen habe ich auch gleich mitgebracht. Aber kriegt er das jetzt, die Margarete? Was, hat sie dir das zurückgegeben? Na ja, nicht gern. Die schaut uns nicht mehr an. Mein Lieber, aber eine frivole Person, wenn du gesehen hast, wie die von mir da gestanden ja. ist, mein Lieber, da hat schon eine immense Willensstärke dazu gehört, sich da zu beherrschen. Ich wünsche dir, dass ich das ist. Ja. Ada? Ja, sie ist es. Na endlich! Seit einer halben Stunde versuche ich bei dir anzurufen, aber kein Mensch meldet sich. Du, mir ist etwas Unerhörtes passiert. Ich bin beraubt worden. Es war ein Kerl hier, der hat mich in deinen fahrsten Wald angegriffen. Na, also, jetzt muss ich aber bitten, das ist doch mein Schwiegervater. Geht nicht an mir. Auf, du schickst mir diesen alten Schuft, diesen Gauner, und lässt mich so einfach ausplündern? Ach du, am liebsten möchte ich dir an die Gurgel springen, du Idiot! Geh doch dich an. Ja. Du Feigling, du Schwächling, du Tier, du! Weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich zur Polizei! Was? Sie geht zur Polizei. Oh, was die Pule. Hallo? Ja, Fräulein Nil? Ich bin's. Ja. Und Sie gehen zur Polizei? Bitte schön. Gehe ich aber sofort, nur straks gehe ich aufs Landesgericht und mache die Anzeige wegen Ehestörung. Und wegen Schmähung. Das werden wir sehen. Aber sie wird... Na, die ist schließlich Idiot und alter Schuft sind keine Kosenamen. Das gibt eine Ehrenbeleidigungsklage, die sich gewaschen hat. Da werden wir dann sehen, wer den kürzeren sie hätte. Schluss. Also diesen Ton hätte ja wirklich nicht ja, weil du schwer kein Frauenkenner bist. Ja. Ich habe das auf den ersten Blick gesehen. Dame ist keine. Also. Das ist vielmehr eine ganz ordinäre Person. Sind wir froh, dass wir sie los haben, aber
Damit muss Schluss sein, das muss ich jetzt aufhören. Denn das, was dir die bittet, das hat alles meine Margarete. Wirklich? Auch. Ja, Schwiegerbab, ich bin dir wirklich sehr dankbar. Dass es erledigt ist. So. Und also, ist es die einzige? Oder ja. Waren es mehrere? Nein. Dann geht es in einen Aufwaschen. Nein, die letzten 3 Jahre war es nur die Ader. Na, dann ist es in Ordnung. Und jetzt wird er was verraten. Ja. Weißt du, wo die Marga ist? Nein. Ist nicht in Baden. Ist bei der Tante Ottilie. Nein, bei der Tante Ottilie ist sie nicht. Da habe ich angerufen. Nein, das. Bist ja kindisch, glaubst du, dir werden sie das auf die Nasen bitten. Ach so. Also, mach dich fertig, zieh dich an, guck dich zusammen, da hast du. Es gibt dir das Versöhnungsgeschenk, das war man und schon. Das ist eine Idee. Ich danke, ja, nein, ich danke, das mach mal. Das mach mal. Ich darf immer hinter die Türen stehen und nicht hoch. Aber ich horche ja doch nicht. Sehen Sie, ich aufmachen muss ich. Sie brauchen nicht aufmachen. Bleib da. Das ist sowieso nur unfrieden. Gehen's. Wir schon selber aufmachen. Gehen's. Fertig. Oh. Kümmern Sie sich nicht um das. Was ist denn? Ich muss sofort Herrn Direktor Fritsch sprechen. Ja, Herr Direktor Fritsch ist nicht zu sprechen. Er ist nicht da. Wie ist der werte Name? Ich bin sein Schwiegervater. Wo sind Sie? Der Schwiegervater! Oh, na, pardon, da haben Sie sich heute in der Hausnummer geirrt. Hier bin ich der Schwiegervater. Was heißt das? Ist doch ganz unmöglich. Das ist doch die Villa von Herrn Direktor Fritsch. Ja, das stimmt. Da bin ich doch recht. Nein, Sie sind nicht recht. Aber er hat doch meine Tochter geheiratet. Aber nein, er hat meine Tochter geheiratet. Gott, wie ist der werte Name? Gerlach! Ja, aber bitte, was wollen Sie denn? Er hat doch eine geborene Glackhofer geheiratet. Wann? Also vor circa 2 Monate. Und wann soll er denn Ihre Tochter geheiratet haben? Vor 4 Monaten. Na bitte, da haben Sie es doch. Eine eklatante Unmöglichkeit. Ja, vielleicht ist er schon wieder von ihr geschieden. Oder er hat sie überhaupt nicht geheiratet. Und sie hat ihnen nur was vorgemacht, nicht wahr? Und sie ist nur sein Verhältnis. Erlauben Sie mal, wie können Sie das? Gewesen, nicht wahr? Denn Verhältnisse hat er gehabt. Bis ich gekommen bin, oder? Ich hab die ganze Sache nur dann gebracht. Ja, das ist ja unglaublich. Aber was ich habe mir so etwas gedacht. Na ja. Danke sehr. Bitte. Tja, ja. Armer Vater. Ist ja die Ader doch nicht die einzige, die er hat. Hat er mich wieder angelogen, Herr Schlankel. Ich hör zu, wie in einem Kaffeehaus. Ach, ich bin ja kein Bummel. Warum soll ich denn nicht immer den Portier machen? Frau Kindermann! So unglaublich. Immer steht sie hinter den Tieren und sucht, wie man sie braucht. Ist sie nicht da? Aber der gnädige Herr hat doch gesagt, sie soll nicht. Sie soll nicht so viel reden. Sie soll ihre Pflicht tun, handeln und fertig. Gehen Sie mal um die Tiere auf. Ja. Gehen Sie, fertig. Ja. Haben Sie mich, der gnädigen Frau, avisiert? Ja, aber die gnädige Frau ist leider nicht zu Hause. Danke, Moment, Frau Kindermann, danke. Danke. Was wünschen Sie von meiner Tochter? Na, Sie sind der Vater, Frau Marias. Ja. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, Wittner, mein Name. Sie sehen mich überglücklich. Sie mich auch. Ich weiß nicht, ob Ihnen Ihre Frau Tochter von mir erzählt hat. Ich habe nämlich Chancen bei ihr, ernste Chancen. Als Gatte, wie gefalle ich Ihnen? Sie mir? Gar nicht. Auf mich wirken Sie penetrant. Außerdem ist ja meine Tochter schon verheiratet, nicht wahr? Ja, aber unglücklich verheiratet. Sie ist aus einem Herzensirrtum in diese Ehe hineingeschlittert, aber diese Ehe ist morsch. Und was morsch ist, muss fallen, und was fällt, das soll man auch noch stoßen. Aha, und Sie sind der Stößel? Jawohl. Kann es ja gar nicht erwarten, bis die Ketten dieser Ehe zerbrechen. Und wenn sie nicht von alleine zerbrechen, dann werde ich sie sprengen. Sie, Herr, ich bieg die Ehe meiner Tochter Stickerl für Stickerl zusammen und Sie wollen kommen her und wollen das sprengen? Mit Hilfe von Madame Bertrand. Was wollt ihr denn ein, Sie? Haben Sie, jeder dahergelaufene Schmierfink hat das Recht, das Eheglied meiner Tochter mit den dreckigen Bratzen zu greifen. Schaut das Opfer an! Sofort, Sie aus! Hat er noch! Herr Reditz, Herr Springer! Sie haben mich erwischt, Herr Solche Parasiten. Ja, unglaublich. Wie so Ritzerl im Mauerwerk finden Sie.
Sie haben es gelesen, Sie können sich einnisten. Ja, na, fix vorwärts. Hoffe, dazu bewältigen. Ah, ja. Marga. Margali. Wo steckst du denn? Ich würde erst einmal grüßen, wenn ich das Haus der Tante betrete. Oh, verzeihen, ich wollte nämlich nur meine Frau sprechen. Die ist nicht mehr da. Ist doch schon bei dir zu Hause. Ja. Tante! Der Schwiegervater ist nämlich da. Ich weiß. Die Neapolitaner, die Schlapfen. Das wie oh Jesus. Mein Gott. Was man nur nicht. Du wirst mir leid. Das wird dir gefallen. Das Jackerl ist ein Prunkstück. So, fertig. Wenn du das arrangierst, später noch. Dieser Schuft, dieser Lump, dieser Gauner, dieser Elende. Und dich hat es nicht gestört, dass er mein Kind zu seiner Mätresse gemacht hat. Aber er hat die Marga doch geheiratet. So, woher weißt du das so bestimmt? Warst du vielleicht bei der Hochzeit? Hast mir doch verboten, hinzugehen. Nein, also, da haben wir es ja. Selbst sie haben ja recht gehabt. Gib keinen Beweis. Dieser Schuft, dieser Lump. So. Schau, das ist nichts. Der Figierl ist umgefallen, Kleines. Keine Rolle, ne? Ja, wenn Sie schauen. So. Das ist doch ein Prachtstück. Das wird ja gut passen. Tja, richtig. Schlapfen stelle ich ihm unter das Bett. Ui, Miss Angel, sie kommt schon. Sagen Sie dem Karl, dass er das Gebäck hinauftragt. Ich ziehe mich jetzt um. Wenn mein Vater kommt, führen Sie bitte gleich zu mir. Gret! Karl! Gret! Ich bin so froh, dass ich wieder da bin. Ja? Mhm. Ich muss mir dann die Koffer auftragen, ja? Zur Zeit. Jetzt muss ich dich zuerst ausgiebig begrüßen, du. Drückt ihm auch? Mit dem Chauffeur? Na, das ist eine Überraschung. Ist denn das die Menschenmöglichkeit? Mein Gott, das ist aus meiner Gretel geworden. Schwiegerpapa, die Marga war schon weg. Ist sie vielleicht schon zu Hause? Aber was hast du, Schwiegerpapa? Ich bitte mich nicht mehr zu duzen. Aber Schwiegerpapa? Es hat sich auspapat, nicht wahr? Herr Direktor Fritsch, es wird Ihnen ja ziemlich gleichgültig sein, dass ich es für einen Lumpen heute, aber sagen muss ich Ihnen ja doch, Sie haben ja wieder einmal gelogen. Sie haben ja noch ein Verhältnis. Sie sind ja aus lauter Lug und Druck zusammengesetzt. Aber meine liebe Tochter macht sich leider scheinbar nicht sehr viel draus. Die betritt sie nämlich auch. Mein Chauffeur. Ja, ich habe sie erwischt. Ich will nicht sagen, wie, denn es ist mir zu unerquicklich. Aber dieses Haus ist ja ein Saustall. Da bleibe ich keine Minuten länger. Ich habe die Ehre. Den Chauffeur? Da habe ich ihm ja Unrecht getan. Es war ja doch alles für mich. Felix! Zurück! Oh, Felix! Jetzt kann ich dich. Na, mir wirfst du die kleinste Dummheit vor und du bedrückst mich in meinem eigenen Hause mit meinem Chauffeur. Bist du wahnsinnig? Leugne nicht! Dein eigener Vater hat es mir erzählt. Pfui Teufel! Das ist ein Zug. Das ist ja nur eine. Nur wurscht. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie denn hier? Das ist ja uninteressant. Schauen Sie mir nicht so an mit diesen kurzen Augen. Ziehen Sie sich an. Da ziehen Sie sich aus. Wir werden wahrscheinlich leichter fallen. Felix! Felix! Felix, na, sollen wir ihn vielleicht heraufrufen? Können Sie schon nicht mehr erwarten? Unglaublich. Was das für eine Menschenwirtschaft ist. Das gehört mir! Oh ja, das können Sie nicht halten, das gehört mir. Das ist ja ganz wurscht, diese Fetzen. Ob was für ein Schlamperl das anzieht. Sieh nichts mehr da. Gut, tun wir nicht mehr auch mit. Das war ein Skandal. Puh, Teufel. Schau wie die. Das heißt, die habe ich nicht. Vor Ihnen nicht.
Sie lassen sich hoffen und machen sofort Ihre Sachen. Warum? Lassen Sie fristlos entlassen. Ja, warum? Warum fahren Sie nicht noch langsam? Es steht noch ein Unglück. Verlangen Sie nicht, dass Sie vor Ihrer Frau Ihr schamloses Benehmen noch qualifizieren. Ich hab mir keine Angst. Na, was ist denn? Tränen können mich nicht rühren. Und überhaupt, diese verdammte Hallerei habe ich satt. Und jetzt raus alle. Oha, oha, oha. Heiter ja, dieser Pinganist! Was erlauben Sie sich? Was erlaube ich? Jetzt rede ich! Jetzt mit meiner Tochter hat niemand herumzuschreien. Verstehen Sie? Sie haben am wenigsten. Patsch, mein Lieber, die war schon linkskehlig. Vater! Ruhe! Papa! Ruhe! Was erlauben Sie Ruhe, sich? Ruhe, 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 Herrgott, Herrn! Papa, wie kannst du bloß Felix sagen, dass ich ihn betrüge? Ich habe doch kein Wort gesprochen. Das ist ja ein Irrenhaus. Das ist schon wieder eine Infamie. Ruhe! Entschuldigen Sie, Herr Direktor, aber mein Vater ist so wie je zornig. Bist du wahnsinnig? Was wollt ihr denn nicht? Du sagst zu deinem Mann, sagst du Herr Direktor? Du nicht mein Mann. Was denn? Was? Da bist du vielleicht seine Geliebte? Ich bin doch der Stubenmädel. Der Stuben... Sorry, ich war... Entschuldigung. Das ist ja das... Das ist... Ich habe... Oha. Das sind Sie gar nicht, das Spiegel. So, das hören Sie, was Sie mit Ihrer verfluchten Dorschreife in Ihren Unglück angerichtet. Ich? Sie mir das ja Kinder, nur sowas. Nur sowas mit. Wenn ich nur in einem gewissen Brunnen geblieben wäre. Schöne Blamage, das ist ein Vorbild. Liebes Kind. Ich kann dir nur das eine sagen, ich bin froh, dass ich dein Schwiegervater bin. Und nicht der Schwiegervater von den... Herr Oeser, lass mir das Schwamm drüber. Aber entschuldigen muss ich, Vater. Ich weiß es, ging aber gehen. Ich glaube, das verstehe ich nicht. Gott sei Dank, ich weiß, was ich hab doch Lebensort. Ich meine, das wirst du schon bemerkt haben, nicht wahr? Selbstverständlich, ich werde mich entschuldigen. Und zwar in aller Form. Und so fort. Ich bin sehr froh, lieber Felix, dass du so ein lieber, netter Kerl bist. Also Prosit, Prosit. Auf euer Glück. Bitte füge mir zum Entschuldigung, wenn ich durch mein Eindringen vielleicht eine kleine Störung verursacht haben sollte. Aber es war gut gemeint. Und gut gemacht, mein Lieber. Besser hätte selbst ich nicht Ordnung schaffen können, Herr... Kupfer, Florian Klapphofer, sagt mein Name. Ich bin jedenfalls sehr dankbar. Ja, In Ordnung. Reizende Menschen. Die ganze Familie ist über diesen Eklat hinweggegangen, als ich überhaupt nichts gewesen wäre. Ja, als Lebensort. Stackt. Jetzt trinken wir. Prost. Halt! Ich will mir noch gar keine Pustel geben. Das ist so. Prost jetzt. Bleibt's gesund. So jetzt leben. Und der Stamm heute auch. Na geil. Schau schon, ein Stammhalter, noch nicht ganz. Na, auf dem Weg ist er. Ma, bravo, bravo. Also, der Stammhalter, der kleine Prinz, das ist mir die Prinzessin. So, na, da wird der Christ sein. Der wird aber schauen. Da wird's wieder weiter. Prosit. Mein Gott, einen Tag war ich in Wien und das Geschäft ist nicht wiederzuerkennen. Wieso denn? So, dann bitte, da schau doch her. Die Bürsten hinten bei den Seidengrawatten, nicht wohl. Na ja, was war das nicht, verstehst du? Bitte, die Hinraumpflaster liegen auf der Schokolade. Also, warum man es nicht? Erzählen Sie mir lieber, wie war es in Wien? Wie es in Wien war, mein Lieber, wenn ich nicht dort gewesen bitte schön, Frau Niertaler. Was wir lange nicht sehen? Ja, ich brauche eine Missgabe. Eine Missgabe, ein schönes Missgabe, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Das schaut mir jetzt gut aus. Ist er wirklich ein Millionär? Millionär direkt ist er nicht, aber er hat... 2,50 Mark. So, bitteschön. Was hat er? Er hat alles, was er braucht, um meine Tochter glücklich zu machen. Wirklich? Selbstverständlich. No, und in 14 Tagen tritt er bei mir ein. Übersiedeln Sie alle zwei. Ja, bitteschön. Besten Dank. Grüß Gott. Ich habe die Ehre. Wir hören mich recht bald wieder.